Ich bin die Christine Lenk, ich werde Sie durch das Programm begleiten. Jetzt gebe ich aber erst einmal das Wort ab an den Präsidenten der IHK Südthüringen. Begrüßen Sie mit mir und Unrest of Best für diesen schwungvollen Auftakt zur wichtigsten Veranstaltung der Südthüringer Wirtschaft. Vielen Dank für Ihren Vortrag heute und kommen Sie auf jeden Fall bald mal wieder nach Thüringen. Hundertprozentig wieder. Okay. Alles klar. Herzlichen Dank. Vor allem, wenn es noch mehr von so netten, jungen Frauen hier sind. Alles Dankeschön. Klar. Tschüss. Und für Sie, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter im Programm. Kann es im schlimmsten Fall sogar sein, dass ein Mindestlohn ein Unternehmen in wirtschaftliche Schieflage bringen kann? Liebe Zuschauer, das war unser heutiges Regionalmagazin aus dem Berufsbildungs- und Technologiezentrum Rohrkloster. Hier wurden heute die besten Ausbildungsunternehmen und Bildungseinrichtungen mit dem Ausbildungspreis Stift 2012 von der Handwerkskammer Südthüringen ausgezeichnet. Es ist wieder an der Zeit, die Sonne scheint, es wird wärmer, die Tage werden länger, also rein in die Laufklamotten und raus aus dem Haus, dann verfliegt auch die Frühjahrsmüdigkeit. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihrem Regionalmagazin. Zurück in der Skiarena begrüße ich jetzt eine ganz, ganz wichtige Frau neben mir, und zwar ist es die Professor Dr. Gisela Völksch. Frau Völksch, hallo, ich grüße Sie. Sie haben heute ja eine enorm wichtige Aufgabe zu erfüllen. So, ich bin jetzt auch endlich im Ziel angelangt. Und ich muss ehrlich sagen, es war ganz schön anstrengend. Zum wievielten Mal laufen Sie jetzt? Das 30. Das 30. Ach je. Und sind Sie fit? Sicher. 29 Mal angekommen, kommen wir das 30. Mal auch an. Seit wann sind Sie auf dem Bein heute? Halb vier. Ja, ich auch. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. An dieser Stelle möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Und ich habe natürlich heute ja auch einiges gelernt. Und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten und werde es gleich mit meiner Kollegin, wie heißt du eigentlich? Franzi. Ja, mit der Franzi gleich mal vorführen. Also ich sage tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal und jetzt aufgepasst. Sie haben damals mit Ihrem Amtseintritt eine sogenannte Bürgersprechstunde eingeführt, damit Sie auch wirklich immer im direkten Kontakt zu den Bürgern hier in Schmalkalden stehen. Was ist Ihnen da so aufgefallen? Was bewegt die Menschen hier? Hallo liebe SRF-Zuschauer zum großen Kandidatenduell um die Nachfolge des Landrates hier im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Wir begrüßen Sie aus der Fieber-Nuggert-Welt in Schmalkalden und wollen gemeinsam mit den drei Kandidaten innerhalb von 60 Minuten für Klarheit sorgen. Klarheit, wer für was steht und wie er das erreichen will. Schmeckt es Ihnen denn? Danke. Was essen Sie hier? Haselnuss. Wo haben Sie die her? Na, hier im Stand werden die angeboten. Hier wird uns gezeigt, wie sie behandelt werden. Und ich bin ein großer Haselnuss-Fan. Dann ist der Fieber genau das Richtige für Sie. Ja. Wie gefällt es Ihnen hier in der Fieber-Nuggert-Welt? Sehr schön, deswegen bin ich heute mal zu Besuch hier. Ich komme von Oberschönau. Hallo liebe Zuschauer zu Ihrem Regionalmagazin. Ja, Sie sehen schon, der Winter ist zurückgekehrt in Südthüringen. Fluch oder Segen? Was ist so das nächste Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Also ich denke mal, die Hexenforschung, Luther und die Hexen war jetzt die eine Sache. Bezüglich Luther, gibt es da noch weiteres, was Sie ganz besonders spannend finden, was für Sie auch noch so ein bisschen unerforscht ist? Alexandra, wir sind hier im Heukraxenofen. Mhm. Was passiert gerade? Bist du heute mit dem Fahrrad hergekommen? Ja. Deshalb hast du noch deinen Helm auf, ne? Ja. Wie war denn der Kindertag bisher für dich? Schön. Habe ich nicht geschafft. Sorry. Habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Ich fange jetzt an. Was? Ach so, nein, ich meine nur. Information.